Die Wahrheit ist, wir haben heute alle Technologien, die wir brauchen, um eine CO2-freie Wirtschaft aufzubauen. Das wird auch kommen, weil wir sonst wirklich unsere Lebensgrundlagen zerstören. Und das, ich glaube, die Menschen sind etwas klüger, als den eigenen Planeten in die Luft zu jagen. Ist unsere Zukunft noch zu retten? Und wenn ja, wie? Eine Frage, die Jung und Alt mittlerweile gleichermaßen beschäftigen sollte. Und trotzdem scheinen wir nicht wirklich auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Damit herzlich willkommen zur vierten und letzten Folge unseres AUX-Generationen-Specials. Und das Highlight haben wir uns für den Schluss aufgehoben. Wie blicken die verschiedenen Generationen auf die Challenges der Zukunft? Müssen die Älteren ihre Macht abgeben, wenn wir die Kurve in Zukunft noch kratzen wollen? Oder schaffen wir es doch noch, generationenübergreifend an einem gemeinsamen Strang zu ziehen? Darüber diskutieren wir heute. Und zwar mit der 24-jährigen Aktivistin und Antirassismus-Trainerin Chantal Bangwala. Es ist ja noch ein Funken Hoffnung da, aber ich glaube, ich würde nicht sagen pessimistisch, aber schon ein bisschen so realistisch, weil ich weiß, es dauert alles ewig. Und mit niemand Geringerem als Manager und Ex-Bundeskanzler Christian Kern. Ich meine, da wird immer der Bock zum Gärtner gemacht. Da fragst du die großen Energieunternehmen, wie du die Spielregeln verändern sollst. Na, natürlich werden die sagen, nicht zu ihren Lasten. Als krönenden Abschluss für unser Generationen-Special performt der Liedermacher Alex Miksch mit Anna Anderlu die heutige AUX-Live-Session. Bevor wir uns den Challenges der Zukunft widmen, haben wir Rapperin Jasmo aus dem hektischen Wien raus aufs Land geschickt, um für einen Tag ganz im Hier und Jetzt zu sein. Ich bin der Gunder Kakao, habe eine Biolandwirtschaft im Waldviertel und bin Landwirt. Mein Name ist Jasmo, ich bin Rapperin, Slam-Poetin, Veranstalterin. Ich mache alles, was irgendwie mit Sprache zu tun hat. Also die Jasmo ist zu mir gekommen, um einen Rap zu erstellen. Und ich habe mir da ein paar Wörter ausgedacht und ich bin schon gespannt, was sie da mit den Wörtern für einen Rap kreiert. Ich werde heute diesen Tag sprachlich irgendwie zusammenfassen, weil ich mit Sprache arbeite. Ich weiß noch nicht wie, ich werde auch nicht so viel Zeit haben, aber ich werde es hinbekommen und ich werde mir, glaube ich, coole Wörter noch vom Call checken, weil der kennt hier die Begriffe, glaube ich, besser. Also ich weiß, was eine Kuh ist. Ja, mit der Jasmo mache ich die Routinearbeit. Sie wird mich hoffentlich dabei unterstützen oder vielleicht will sie es probieren, wie das Kühefüttern geht. Genau, wir füttern jetzt die Kühe. Aber wie, also ich kann ich auch so reingreifen und denen das dann hinhalten? Oder das finden die Nein, das normal nicht so machen wir das immer. Wir machen das immer mit der Gabel. Aha. Wir füttern sie jetzt rüber. Aber so werden sie im Prinzip nach dem Melken werden sie dann gefüttert. Ja. Okay, verstehe. Hi! Und sie freuen sich schon recht. Ja. Kann das sein? Okay, wie viele Kühe hast du vor? 1, 2, 3, 4. Milchkühe 14. Okay, krass. Also, wenn bei uns ein Kälber auf die Welt kommt, kriegt es einen Namen. Und der Name fängt, der erste Buchstaben vor dem Namen fängt normal mit Muttertier an. Aber jetzt, wo wir sie alle da haben, magst du mir alle mal vorstellen? Gabi, die Stella. Hallo Gabi, hallo Stella. Die Silke. Silke, genau. Die Sophie. Hallo Sophie. Gundel, nein, haben wir schon gehabt, gell? Die Elsa, die Susi, die Ella und die Varia. Da habe ich dich jetzt sogar gefragt. Ja, genau. Also, und ich habe auch einen Schummelzettel, ich habe eine App, wo ich meine Kühe drauf habe. Und ich habe die da nach der Reihe mit Nummer und Name. Da ach, weiß ja, ich, super. Genau. Siri, Selina, Gundel, Siri, ja super. Das haben wir noch nicht. Kannst du gerne einen Apfel füttern? Ja, den gebe ich ja einfach so in den Mund. Ja, genau. Ich zeige das kurz okay, und bist ja mit zwei Fingern holen. Ja. Sie schnuppert dann, ob der Apfel gut ist oder nicht. Ja, und ja, wann, dann ja nimmt es ihn auf. Im Herbstzeit ist bei uns Erntezeit für die Äpfel. Wir dann da Süßmuster zeigen für uns für den Eigenbedarf. Und da ist der Presskuchen und das hat die Form einer Torte und die verfüttern wir an die Kühe. Und wir sagen, die Kühe haben Geburtstag. Also ich habe gehört, du willst einen Rap heute da ja machen. Brauchst du für den Rap irgendwelche Wörter? Hast du welche? Gib mir. Gib mir Wörter. Mu oder die Mu. Namen. Mu ist gekauft. Heubohnen oder Heibohnen. Heibohnen. So hyper, Heibohnen, Heibohnen. Hallo? Okay, wir beide schreiben ein.
Lieb's, okay. Mukai-Boden. Ja, fantastisch. Gut, die sind schon mal eingewahrt. Wir schauen, glaube ich, weiter zur nächsten Station. Und dann hole ich mir wieder ein paar Wörter von dir. Okay. Toll. Hoher Besuch heute bei uns auf der Couch. Ich freue mich, dass Chantal Bangbala bei uns zu Gast ist. Und der Mann neben ihr bräuchte eigentlich keine Vorstellung. Herzlich willkommen, Christian Kern. Guten Tag. Nachdem wir hier aber grundsätzlich Fans von Vorstellungen sind, gibt es ein paar Infos über unsere Gäste jetzt einmal vorab. Als Christian Kern 2016 Bundeskanzler der Republik Österreich wurde, setzte er nicht nur politische, sondern auch modische Akzente. Mittlerweile ist er zurück in der Wirtschaft, macht gern Sport mit Hund Sammy und ist für sein Twitter-Game bekannt, wo er die Politikgeschehnisse rund um Chatnachrichten und Co. kommentiert und es schafft, mal soeben mit nur einem Tweet, das österreichische Kulturgut Jedermann zu zerfetzen. Was Chantal Bangbala nicht kann, wegschauen oder weghören. Dafür nimmt sie auch einen vollen Terminkalender in Kauf. Neben ihrer Arbeit als Antirassismus-Trainerin und Kulturwissenschaftlerin ist die 24-Jährige auch für die coolsten Partys in Klagenfurt verantwortlich. Kommt euch die Zukunft eher nah oder eher fern vor? Und würdet ihr lieber eine Zeitreise in die Vergangenheit oder in die Zukunft machen? Also ich bin da festgelegt, eindeutig in die Zukunft. Weil ich finde, das Leben ist so großartig, so ein Kosmos voller Möglichkeiten. Ich bin so neugierig auf das, was noch kommt, dass mich das unglaublich reizen würde, zu wissen, was in 50, 100, 200 Jahren auf uns wartet. Da schwingt auf jeden Fall ein gewisser Optimismus mit. Ist das bei dir auch so, Chantal? Nein, ganz anders. Ich glaube, es wäre spannend, in die Vergangenheit zu reisen. Einfach, weil man, also wenn man mit dem Wissen, was man heute hat, in die Vergangenheit reisen könnte, könnte man natürlich einige Leute warnen, man kann vieles schon mitteilen, was passieren wird. Und warum nicht in die Zukunft? Ich glaube, ich bin ein bisschen pessimistisch. Ich sehe da nicht so viel in der Zukunft, was irgendwie positiv oder gut auch wäre, in Hinsicht auf Hinblick auf Klimawandel. Herr Kern, Sie sind 1966 geboren. Ja, was Sie waren? Lachen. Nein. Was waren für Sie in Ihrer Jugend die Zukunftsthemen, die Sie damals wirklich beschäftigt haben? Also ich muss sagen, das war ja, wir leben jetzt in einer Zeit, wo wirklich unglaublich viel Negatives zusammenkommt. Mhm. Also es ist schon schwierig, in dieser Situation Zuversicht und Optimismus zu bewahren. In meiner Kindheit war das völlig anders. Mhm. Also es war Wachstum, wo du hingeschaut hast, es ist alles machbar. Was uns beide offensichtlich auch mentalitätsmäßig auch ein bisschen unterscheidet, das ist verschwunden. Mhm. Das war damals anders. Aber was man bei dir auf jeden Fall nicht behaupten könnte, ist, dass du nicht engagiert bist, um eine bessere Zukunft zu erreichen. Wie hat das für dich begonnen? Ja, ich glaube, es hat so richtig realisiert, habe ich das Ganze, wo ich, also rassistische Vorfälle erlebe ich schon mein ganzes Leben lang über. Ein Vorfall war halt besonders, wo ein Herr mich auf der Straße beleidigt hat, ziemlich rassistisch und laut und auch derb mit zum Beispiel, du bekommst eine Banane von mir, geh nach Afrika Kakaobohnen pflücken. Das Ganze hab ich aufgenommen, zur Polizei gebracht. Und da war dann der Punkt, wo es bei mir quasi die Sicherungen durchgehauen hat. Und zwar, die Polizei hat gesagt, sie kann nichts machen, ich muss zum Bezirksgericht, ich muss dafür Geld zahlen, 300 Euro, damit was startet quasi, damit das überhaupt der Prozess durchgeht. Und das war, glaube ich, so der Zeitpunkt, der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nein, das gehört angeschaut, das müssen Medien aufarbeiten. Ich persönlich bin, für mich gibt es einen Leitstern in der Beurteilung von Dingen und das ist dieser Artikel 1 der Menschenrechte-Konvention, dass alle Menschen gleich und frei an Würde und Rechten geboren sind. Und ich bin immer wahnsinnig skeptisch, wenn man beginnt, Sündenböcke zu suchen, Leute auszugrenzen aufgrund von oberflächlichen Kriterien. Also ich habe erlebt, Vollidioten gibt es überall. Also unzweifelhaft. Und es gibt überall grandiose Beispiele. Eines der frappierendsten Dinge war, ich war da mal mit Polizeistreifen, das war damals im 10. Bezirk in Wien in der Nacht unterwegs. Die hatten ein Problem mit einer Gruppe von Tschetschenen.
Und die Diskussion in der Öffentlichkeit war immer, die Tschetschenen sind per se eine extrem problematische Bevölkerungsgruppe. Jetzt muss man wissen, was die erlebt haben. Und ich habe dann eine Woche später eingeladen, so eine Jugendgruppe an jungen Tschetschenen. Und ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt. Da war eine Schuhverkäuferin dabei, ein junger Mann, der seine HTL-Matura nachgemacht hat. Einer, der Automechaniker werden wollte, ein Lehrling. Das war beeindruckend. Also diese Kinder wünschst du jeder Familie als ihre Kinder. Ich habe oft das Gefühl, in Österreich gibt es so einen Diskurs, in dem Zuwanderung oder die Menschen, die zuwandern, quasi als Zukunftsproblem dargestellt werden. Gleichzeitig gibt es halt wahrscheinlich hunderttausende junge Menschen, die hier aufgewachsen sind, die Migrationshintergrund haben und denen quasi immer gesagt wurde, sie sind direkt oder indirekt ein Problem für die Zukunft dieser Gesellschaft. Glauben Sie, muss sich am Selbstverständnis der österreichischen Gesellschaft dann noch was ändern? Also ich glaube, was wir einmal brauchen, ist ein Konsens, wie wir leben wollen und auf eine bestimmte Wertekanon uns verständigen können. Das ist mir schon auch wichtig, weil gerade was du mit Rassismus beschrieben hast, wir erleben das mit Frauendiskriminierung, wir erleben das mit homosexuellen Diskriminierung. Wir wissen, dass das in manchen Kulturen ausgeprägter ist und mein Verständnis ist schon in unserer Gesellschaft, ich will, dass alle, auch die dazukommen, diesen Wertekanon der Toleranz akzeptieren. Und auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, der demografische Wandel, der da stattfindet, wie wollen wir denn ohne Zuwanderung unsere Pflege aufrechterhalten, zum Beispiel? Ich glaube, das muss man sich immer vor Augen führen, dass dieser Rassismus komplett impotent ist und dieser Populismus komplett impotent ist und wir die Probleme der Zukunft einfach nicht lösen werden. Wenn Sie eine Zeitkapsel bauen könnten, die dann an zukünftige Zivilisationen übergeben wird, welche Utensilien würden Sie wählen? Also eine wirklich gute Frage. Ich fand fasziniert, jeder von uns kennt das Bild Klimt, der Kuss. Hängt im Belvedere, als österreichisches Kulturgut. Das Museum hat sich dann entschieden, sozusagen das zu tokenisieren, dieses Bild, und Pixel dieses Bildes elektronisch zu verkaufen. Ich glaube, pro Pixel für 1.850 Euro. Ich habe mir wirklich nur gedacht, wie bescheuert sind wir eigentlich mittlerweile? Weil das ist ein grandioses Kunstwerk, das ist ein sinnliches Erlebnis, wenn du davor stehst. Das ist faszinierend, das packt dich, es führt dich hinein, die ganze Geschichte dieses großen Malers. Und wir machen ein paar Pixeln draus und wir hängen dem ein Preisschild um und finden ein paar Gespritzte, die das auch noch kaufen. Und ich weiß nicht, echter Fixstarter für mich, Non-Fungible Token, Klimt, der Kuss, rein in die Box. Welche Objekte Chantal in eine Zeitkapsel geben würde, haben wir für unser heutiges Editorial schon im Vorhinein herausgefunden. Chantal Bangbala ist 24, Kulturwissenschaftlerin, betreibt Antidiskriminierungsarbeit und hält regelmäßig Workshops zu den Themen Rassismus und Intersektionalität. Sie wird heute eine Zeitkapsel mit persönlichen Gegenständen befüllen, um der Nachwelt einen Einblick zu geben, was ihre Generation, die Gen Z, im Jahr 2022 beschäftigt hat. Ja, eine Zeitkapsel wird ja verwendet, um der nächsten Generation was mitzugeben, was mitzuteilen. Ich habe dafür was mitgebracht. Und zwar, das erste ist, das Buchcover von dem Buch War das jetzt rassistisch? 22 Antirassismus-Tipps für den Alltag von Black Voices herausgegeben. Und es werden Fragen aufgegriffen, die wir im Alltag bekommen, wie zum Beispiel, darf ich deine Haare anfassen? Oder du sprichst schon gut Deutsch? Oder woher kommst du wirklich? Und diese Fragen werden aufgefasst und eigentlich die Problematik dahinter wird aufgebrochen. Und ich hoffe, die nächste Generation wird sich darüber ein bisschen lustig machen und das als Selbstverständlichkeit auch aufnehmen und sehen. Und hoffentlich auch davon gelernt haben. Genau, ich gebe das immer so rein. Den nächsten Gegenstand, den ich mitgebracht habe, ist eigentlich ein ganzes Buch. Die SDGs, die Sustainable Development Goals. Die 17 Ziele, die wir bis 2030 erreichen möchten. Da haben wir ganz bewusst eine Deadline eigentlich dafür und wir können dann, je nachdem, wann die Zeitkapsel wieder geöffnet wird, 2030 dann auch schauen, ob wir diese Ziele überhaupt annähernd oder erreicht haben. Kommt auch in die Zeitkapsel hinein. Den nächsten Gegenstand
ist eine 2-Euro-Münze. Es soll ein Symbol sein für unsere jetzige Inflation, unsere jetzige Krise, in der wir auch stecken. Wie viel Wert wird der Euro haben in der nächsten Generation? Dann auch auf den Bezug Bargeld. Wird diese Münze überhaupt, wird die irgendeine Relevanz noch haben in den nächsten Generationen? Der Wert des Geldes, das Geld selbst, auch in Bezug auf, wie verdienen wir unser Geld. Wir möchten keine 40-Stunden-Jobs haben. Wir möchten nicht 9-to-5 arbeiten, mehr Freizeit haben. Aber wir wollen auch in dieser Freizeit viel unternehmen, was auch Geld kostet. Deswegen glaube ich, wird Geld immer eine Rolle spielen. Den nächsten Gegenstand in meiner feministischen Bag, Tote Bag, was eigentlich auch ein totales Gen Z-Ding ist, ein Sticker, und zwar von Melanin Talk. Und da steht drauf, rassistisch sozialisiert sein ist nicht gleich Rassistin. Was darauf hinweist, dass wir in einer Welt leben, die auf Rassismus basiert, eine Welt, die rassistisch, strukturell und institutionell aufgebaut ist. Das heißt, wir können gar nicht rassistisch irgendwie sozialisiert sein, was aber nicht gleich heißt, dass wir jetzt Rassistinnen sind. Ich hoffe, dass die nächste Generation anders sozialisiert sein wird. Ich glaube, es wird sich vieles verändern, die Strukturen werden sich verändern. Ja. Mein nächster Gegenstand ist auch ein großes Thema dieser Generation, und zwar Nachhaltigkeit. Da drin sind Samen für Blumen. Man will eine bessere Zukunft haben, und dann sitzt man halt trotzdem zu Hause mit seinem Handy, dessen Einzelteile von Ländern stammen, die wir wahrscheinlich gar nicht einmal kennen. Ja, es ist, glaube ich, ein Riesendilemma, in dem wir alle stecken. Wir geben ja was weiter, also die jetzige Generation gibt ja was weiter an die nächsten Generationen, und die wissen nicht, was wir denen weitergeben. Deswegen auch diese unbeschrifteten Samen, und sie werden dann eigentlich sehen, was dann noch rauskommt. Mein Name ist Chantal und das ist meine Zeitkapsel. Ein Riesendilemma also, in dem wir da alle stecken, gerade wenn es um unsere Zukunft geht. Chantal, wo tut sich deine Generation angesichts dieser ganzen Probleme, wo schlägt sie sich sehr gut und wo hat sie vielleicht eher Schwierigkeiten? Ja, ich glaube, im Lautsein, im Aufschreien, im Aufzeigen auch sind wir, glaube ich, ganz gut. Wo wir uns schwer tun, ich glaube, ist bei diesem ganzen Arbeitssystem, Arbeit selbst. Also dieses 9-to-5-Arbeiten, man geht in die Arbeit, man macht eine Lehre. Also ich glaube, ich kenne niemanden in meinem Kreisen, nicht nur Freundeskreisen, aber Kreisen, die vielleicht eine Lehre machen und dann auch vorhaben, für die nächsten Jahre in einer Firma zu arbeiten. Ich möchte nur aufgreifen, was du gesagt hast mit dem 9-to-5. Also wenn man sagt, okay, das ist eine Chiffre und ich arbeite nicht mit einem Korsett, dann verstehe ich das, weil ich bin Chef einer Firma. Es ist völlig klar, dass die Leute im Homeoffice arbeiten, dass es völlig flexible Arbeitsformen gibt. Wenn das aber umgekehrt so gemeint ist, dass wir sagen, wir machen deutlich weniger und müssen uns nicht mehr anstrengen, dann glaube ich, ich weiß schon, spricht das einem Bedürfnis und ist das nicht wahnsinnig populär? Aber unser gesamter Wohlstand und unsere gesamte soziale Infrastruktur beruht nun mal auf Arbeit. Das ist ja nicht, dass der Park Stopfte was davon haben und eine Ausbeutergesellschaft, sondern da geht es um einen gesellschaftlichen Konsens, dass wir allerdings auch eine Flut brauchen, die alle Boote hebt und nicht nur einige wenige. Ich glaube, da gibt es auch einfach momentan so ein Dilemma mit, teilweise fragt man sich, ist es überhaupt möglich in einer freien Marktwirtschaft uns so zu entwickeln, dass wir ein System haben, in dem diese Klimakrise nicht immer weiter vorangetrieben wird. Ja, aber das wird. Ist ja der Schwachsinn, weil was heißt freie Marktwirtschaft? Weil es gibt Leute, die reden uns ein, der Markt und die Kräfte sozusagen, die kapitalistischen, das sind Naturgewalten. Sind sie nicht. Das ist immer menschengemacht. Deshalb, glaube ich, muss man da, glaube ich, schon sehr genau hinschauen und sagen, wie wollen wir eigentlich leben, was erwarten wir von Politik und warum schlaft sie eigentlich immer noch in der Pendeluhr und agiert es dann nicht dagegen? Weil, da wird immer der Bock zum Gärtner gemacht. Da fragst du die großen Energieunternehmen, wie du die Spielregeln verändern sollst. Na, natürlich werden die sagen, nicht zu ihren Lasten. Wir haben jetzt sehr viel über
Krisen und Probleme gesprochen, die gelöst werden müssen. Abschließend, was stimmt Sie, was stimmt dich positiv? Also zwei Beobachtungen. Wir leben in einer Zeit, wo wir unglaubliche medizinische Fortschritte machen. Krankheiten, die Geißeln der Menschheit waren, kommen mittlerweile in den Bereich, dass sie heilbar werden. Und das Zweite ist, wir diskutieren heute über Klimawandel. Die Wahrheit ist, wir haben heute alle Technologien, die wir brauchen, um eine CO2-freie Wirtschaft aufzubauen. Es geht ums Wollen. Die Möglichkeiten haben wir. Das wird auch kommen, weil wir sonst wirklich unsere Lebensgrundlagen zerstören. Und es, ich glaube, die Menschheit ist etwas klüger, als den eigenen Planeten in die Luft zu jagen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Bei dir auch noch ein bisschen Hoffnung da, Chantal? Nein, also es ist, ich habe es ja schon gesagt, es ist einfach ein Dilemma, in dem wir leben, in dem wir auch stecken einfach. Wir einerseits, wir wissen, was wir in Bezug auf Klimawandel und Zukunft, wir wissen, was wir tun müssen. Aber wie viele Aufrufe, wie viel Schrei, wie viel Aufmerksamkeit braucht dieses eine Thema oder diese Themen noch, bis was passiert? Und ich bin... Darf ich dir was fragen? Ja. Wirst du mit deinen Rassismus-Workshops jetzt aufhören, weil du sagst, sinnlos? Naja, ich sage eben nicht sinnlos. Ich bin ziemlich frustriert, aber ich gehe mit der Frustration trotzdem in jeden... Du siehst und du kämpfst genau, weiter. Genau, ich kämpfe weiter. Es ist ja noch ein Funken Hoffnung da, aber ich glaube, ich bin... Ich würde nicht sagen pessimistisch, aber schon ein bisschen so realistisch. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, es ist frustrierend, weil ich weiß, es dauert alles ewig. Chantal, vielen, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Auch an Sie, Herr Kern, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Wir kommen an dieser Stelle noch zu den Event-Highlights presented by Ö-Ticket. Jeremy Pascal spielt am 28.01.2023 im Flex in Wien. Toxische Pommes ist 2023 live zu sehen und zwar am 5. und 19. Februar, am 13. März und am 2. April im Stadtsaal Wien. Das Lido Sounds geht von 16. bis 18. Juni am Linzer Donauufer über die Bühne mit Florence and the Machine, My Ugly Clementine, den Toten Hosen, Wanda, Peter Fox und vielen mehr. Und Louis Tomlinson beehrt am 13.09.2023 die Wiener Stadthalle. Und wir kommen damit zum Ende der heutigen Folge von AUX. Die letzte AUX Live Session unseres Generationen-Specials kommt vom Liedermacher Alex Miksch. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage ciao. Bis nächste Woche. So tüchtig, sind so getrieben.
Plätschern so flüchtig, dann sie oft ducken, lätsche ich im Wald. Sie bleiben auch gern hupen und an jeden. Dem Sieg so grüß Gott.